Willkommen, liebe Freunde. Es geht weiter mit dem nächsten Teil von Ebola 3 und ich befinde mich jetzt hier wieder in einem Safe Room. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie sieht's aus? Inventarmäßig noch 2 Plätze frei. Benzin haben wir. Sehr gut. Und ich frage mich, was mit der Schalttafel hier auf sich hat. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir da noch so einen Schaltplan oder so. Keine Ahnung. So. Oh, da ist ein Loch, ey. Verdammt. Kann ich da runter? Oh, nee, oder? Wir müssen uns überlegen, wie wir nach unten Ach so, okay. Seil oder eine Leiter oder so. Höchstwahrscheinlich. Ah, Blutplasma. Sehr gut. Okay, das war's, ne? Und spinnt. Inventar ist voll. Ich dachte, ich hätte noch 2 Plätze frei. Ach so, ja, ich habe mir die 2 Sachen aufgehoben. Ich Idiot. So, gut, okay, komm. Gehen wir mal raus wieder hier. Ja. Fängt ja wieder gut an hier. Das war der Raum, wo die Überlebenden waren. Hier ist noch gut. Kann ich nicht nehmen, okay. Hier ist noch verschiedenes Pulver. Was ist das für ein Krach, Alter? So, gut, dann gucke ich mal. Wir müssen das Loch in der Wand etwas schließen. Was? Es ist nicht bekannt, wer dort wohnt. Oh. Ah, wir haben jetzt Feuer. Jetzt können wir davon dieses Hindernis verbrennen. Nee, ist ja gut. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Voll, ja, super. Ich kann es nicht mal lesen. Ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Na toll. Das heißt, ich muss nochmal runtergehen. Muss nochmal was ablegen. Oder ich schmeiß hier was hin. Ja, keine Ahnung.
Gesundheit ist gelb. Komm, dann nehmen wir einfach eine Konserve. Immer noch gelb. Kann doch gar nicht sein. Steroide stehen da drauf. Ah, das sind Steroide. Okay. So. Plus 1 Code. Was soll das bedeuten? Plus 1 Code. Im Notizbuch befindet sich der Code aus dem Koffer. Ja, kann ich das lesen? Krokodil, Rezept, Hinweis. Cloning persönlich, bla 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 bla. Nee, da ist leider nichts. Ja, toll. Gut, geh ich wieder runter, ey. Da liegt ja sonst nichts mehr. So. Schlüssel erforderlich. Hier, da scheint mir ein Loch zu sein, oder? Ne? Nee, das ist kein Loch. Nummer 3, 3, 3. Was jetzt gruselig wäre, wenn der plötzlich anfangen würde zu zappeln und sich verwandeln würde oder so. Das wäre dann echt brutal. So. Wir haben nur diese geile Schrotflinte da oben dran, aber ich habe leider nichts, um das Ding abzumontieren. Tür klemmt. Mann. Alpha-Einheit. Russische Armee. Sieht man. So, was bedeutet das jetzt? Ich habe da einen Code gefunden. Wie kann ich den benutzen? Warte mal, was ist das hier? Informationen zum Tagebuch. Gucken wir gleich mal. Informationen, die Stimme der Sirene. Die Stimme der Sirene. Ihre Stimme ist wie ein Sirenenlied. Wenn sie anfängt zu singen, werden alle Männer betäubt und kommen zu ihrem Ruf und brennen dann lebendig. Zum Glück habe ich Ohrstöpsel in meine Ohren. In meine Ohren gesteckt. Aha. Ja, komisch. Im Notizbuch befindet sich der Code aus dem Koffer. Aber ich kann das Ding nicht öffnen. Ich komm hier nicht weiter. Genau gewusst, dass was passiert. Und der verwandelt sich nochmal, ne? Das ist ja die Scheiße. So, für meine Ausdrucksweise, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen, So, warum konnte ich hier rein? Was ist hier? Das sieht aus, als wäre da gar nichts. Einfach nur eine Verarsche. Okay, gut. Haben wir ihn gleich verbrannt, dann wacht er nicht mehr auf.
trotzdem, wie kann ich das Ding hier öffnen? Ich brauche noch einen Code, Mann. Zweimal Benzin habe ich noch. Was ist das hier nochmal? PC-Spiel. Nehmen. Kann ich nehmen? Tatsächlich. Komm, dann nehmen wir nochmal das hier. Jetzt wieder blau. Gut. Ein Computerspiel. Trotzdem muss ich sagen, dass meine Heilmittel hier immer weniger werden. So, da konnte ich nichts machen, außer... Warte mal. Die Medikamente nehme ich dann nächstes Mal mit. Ich frage mich, was ich jetzt hier tun soll. Alter, was Geräusche, ey. Kann ich hier nochmal hochfahren? Zeig mal her. Boah, tatsächlich, Alter. Boah. Boah. Hier geht's noch weiter. Was mache ich denn jetzt? B3 ist das Maximale. Boah. Gibt's hier sonst noch was? Ich bin jetzt wo? Wohnanlage 1. Krankenhaus, Keller. Boah, shit. Ich bin jetzt, glaube ich, hier, ne? Alter, das ist dein Ernst. Warte mal. Officer. Labor. Office. Nix Officer. Office. Security. Boah, Alter. Die Stadt. G1. Ich frage mich jetzt gerade, wo ich bin. Bin ich jetzt immer noch im Krankenhaus oder bin ich im Keller von irgendwas? Ich glaube, ich bin im Keller hier. Tunnel, Metro, Station. Nee, da bin ich nicht. Korridor. Wo befinde ich mich denn jetzt hier? Ich habe keinen Plan, ey. Ich geh mal. Ach so, da hat keinen Strom. Oh. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Code benötigt. Ja, wenn ich den Code lesen könnte. Brauchen Sie ein Medikament? Metabolisches Medikament. Das wäre das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Ich mache das mal zurück hier. Das behalten wir mal. Was haben wir noch hier? Gut. Nehmen wir mal das Medikament mit. Vielleicht funktioniert das ja. Ach, Kanister ist leer. Na toll. Und ich habe hier irgendwie so eine komische Schalltafel. Das müsste wahrscheinlich aktiviert werden. Ich muss ja erstmal die Folge rausfinden. Warte mal. Ah, warte mal. Nee.
Kein Plan, nee, was ich damit anfangen soll. Da müsste sich was tun hier, aber... hoch runter. Mal gucken. Hat sich was getan? Ah, guck mal einer an, Alter. Endlich. Okay. Irgendwas wurde bewirkt. Irgendwas hat sich... Genau. Brauchen Sie ein Medikament? Ja... Tut sich nichts. Wahrscheinlich ist das nicht das Medikament, was ich brauche. DVD mit dem Computerspiel In Nexa, ein Jewel Star, Oldschool Horror für das Überleben im Weltraum. Kenne ich gar nicht. In Nexa, was soll das heißen? Soll ich da mit was anfangen? Keine Ahnung, ey. In Nexa. Das könnte ein Codewort sein, In Nexa. Keine Ahnung. Und hier sieht man auch nichts. Ah. Die machen mich fertig, Alter. So, kann ich jetzt vielleicht den Aufzug benutzen? Oh, tatsächlich, Alter. Scheiße. Krankenhaus. Oh, Alter. Wo bin ich denn hier? Ah, wackel nicht so, du Arsch. Kann erinnern, dass ich hier war. In diesem Raum hier. Auf dieser Etage. Aber wenn ich hier im Krankenhaus bin, könnte hier vielleicht das Gegenmittel sein. Das Medikament. Erstmal gucken, ob da was blinkt oder so. Ja, da blinkt was da vorne. Okay, Patronen. Boah, die werden alle aufstehen, nehme ich an.
sich verwandelt, oder was? Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Der Drecksack hat sich schon verwandelt. Och nee, Schlüssel erforderlich. Schlüssel hat er ja gar nicht bei sich, okay. Nee, da komme ich also nicht weiter. Gut, die hat auch keinen Schlüssel bei sich. Ich muss aufpassen, dass ich mein letztes Stück, mein letztes Ding Benzin nicht verschwende. Weiter. Ich brauche hier Schlüssel. Gut, dann fahre ich mal wieder weiter. Da war ich auch schon. Ja, okay. So, dann gehen wir mal in B1. U-Bahn-Station. Oh, meine Güte. Ich muss ja wirklich alles abchecken hier, ey. Verdammt. Etwas blockiert die Tür, da komme ich auch nicht weiter. Gut. B2. B2 Labor. Information zum Tagebuch. Eine biologische Waffe, die die Sporen des Ebola-Virus hervorbringt. Wenn diese Pflanze nicht auf 519b Chemikalien beschränkt ist, wächst sich sehr schnell zu einer enormen Größe. Im Freien hat es die Eigenschaft, sich durch Sporen zu vermehren. Wenn die Pflanze wächst, bilden sich einzelne Blütenorganismen, die sich frei bewegen und ihren Wirt schützen können. Als Grundlage für die Entwicklung von A-019-Waffen wurde Borschewick genommen, eine Pflanze mit guter Überlebensfähigkeit und anfällig für schnelles Wachstum. Die Bewegung im zweiten Stock ist streng im speziellen Atem. Was? Die Bewegung im zweiten Stock ist streng in speziellen Atemschutzgeräten. Die Hauptaufgabe von A19 ist die Blockierung von Wegen, die schnelle Ausbreitung des Virus, Schwächen, Feuer, bla bla bla. Es ist nicht sichtbar, alles im Blut. Okay. Bin ich jetzt gerade da in einem zweiten Stock? Aber ich bin ja schon infiziert, also kann ich mich nochmal infizieren. Oh. Oh, verdammt. Gehen Sie nicht ohne Abendschutz, also doch, bin ich doch anfällig für das Zeugs. Okay, komm. Gehen wir dritten Stock hier. Gehen. Ethikkomplex. Genethik. Oh. Oh, 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 oh. Ah, bei 2, Alter, ich weiß nicht. Ich habe noch 26, bei 2. Mit Messer zu kämpfen, ist mir zu gefährlich. Ah, guck mal einer an. Was ist das? Schrotflinte Munition. Aber Inventar voll, okay. Dann werde ich vielleicht doch Schrotflinte nehmen. Vielleicht finde ich hier eine Atemschutzmaske. Was sind das? Krass. So. Immer noch keinen Platz frei. Okay. So, was haben wir denn hier wieder? Eine Schalltafel. Volt. Oh. Und sonst?
muss ich da machen überhaupt? 111 Volt? Muss das Ganze haben? Ja, wie? Plus oder? Da ist doch jemand, Alter! Hat sich da gerade nicht jemand bewegt? Alter! Boah, verpiss dich, Alter! Okay. 111 Volt. Wahrscheinlich, weil das minus 111 ist, das muss zu plus oder wie? Oder. 112? Alter, fehlen. Wie geht das, Alter? Was muss ich hier machen? Das muss eigentlich plus sein, ne? Wahrscheinlich. Oder? Da muss das wahrscheinlich das Doppelte sein. Was ist jetzt los? 222 müsste es dann sein. Warte mal. Minus ist 111. Nee, das ist wieder zu viel. Das ist dann wieder 222, weil da unten auch noch Plus steht. Also muss es zweimal minus 111 sein und einmal 222. Gucken wir mal. Plus ist es jetzt. Minus 111. Nochmal minus 111. Nee, das ist falsch. Wie mache ich nochmal minus hier? Das ist ja alles plus. Das ist das Einzige, was minus hat. Also muss ich nochmal umdenken hier. 400... Warte mal. 111 plus... 111, machen wir so. Minus, das müsste dann sein, warte mal, das sind 222. Das müsste doch dann stimmen, oder? Das müsste noch 111 sein. 222. Minus 111 sind 111. Da tut sich gar nichts. Schnallt's nicht. Ich bin doch sonst nicht so doof. Minus 111 ist 0. Plus 111 wären eigentlich wieder 111. Aber... Das hat auch verschiedene Stellungen. Und da ist auch keine 111 verzeichnet hier. Also... Ich hab keine Ahnung, Leute. Muss das vielleicht ganz hier auf Ding stehen? Ich mach mal ganz runter. Auf 0 geht das gar nicht. Ja. Auf 3 Viertel, auf Viertel nach.
Aha, das geht nur. Ah, jetzt geht's. Stimmt aber auch nicht. Ich schnall's nicht. 111 Volt steht da. Tut mir leid, Leute, also es dauert ewig. Ich will auch nicht meine zweite Zielverblende mit dem Rätsel da. Hier steht auf jeden Fall 111. 444 minus, 103, minus 333 sind schon mal 111 hier. Aber plus 111 sind wieder... Ich weiß nicht, ob man das so denken muss oder ob das doch anders gemacht wird. Ich mach mal so. Plus, minus. Keine Ahnung, ey. Stimmt nicht ganz, Alter. Oh, ihr macht mich fertig, Alter. 111 Volt, ja, schön. Das wären jetzt dann minus 111, plus 111, plus 200, ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Leute. Funktioniert nicht. Alter, was war das? Verarschen oder was? Immer noch am Leben. Alter, der hält ganz schön viel aus. So, habe ich hier noch Platz jetzt? Nee, immer noch nicht. Okay. Also, das habe ich nicht geschnallt mit der Schalttafel hier, also. Bin ich doof. So. Kann ich das Ding nicht öffnen? Nein. Ist hier jemand? Nee. Gut. Scheiße. Abgebrochen. Na toll, geht nicht. Kann ich auch nicht nehmen. Okay. Anderes? Ne, sieht nicht so aus. Hier sind noch ein paar Spinde. Gut, da geht nichts mehr.
Alles klar, gehen wir da raus. So ein Mist, Alter. Oh, shit. Automatisch gespeichert und alles voll mit Spinnenweben, Alter. Kann ich... Da ist sogar ein Benzinkanister. Warte mal, kann ich vielleicht das Messer nehmen? Oh, das geht. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Ich werde das jetzt beenden. Also, das mit der Schalttafel, ich hoffe, dass wir das noch rauskriegen. Und es bleibt spannend, Leute. Das ist halt ein Riesenkomplex. Jetzt steht der Typ schon wieder auf, sag mal. Wahrscheinlich, weil ich ihm die Birne nicht wegballern kann. Meine Güte. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Und du bleibst da hinten.